Ja, wir sind gerufen worden zum schweren Verkehrsunfall. Bei Eintreffen unserer ersten Fahrzeuge hat sich das Bild, was hinter mir zu sehen ist, uns dargestellt. Ein PKW ist wohl mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Laternenmast geprallt, seitlich, und dabei komplett auseinandergerissen worden. Und befanden sich im Auto. Die drei Personen wurden von uns dann gerettet und mit drei Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Also genaues kann ich noch nicht sagen, aber es ist fast schon wie ein Wunder, dass den Personen relativ, zumindest äußerlich, relativ wenig passiert ist. Die beiden Erwachsenen im Fahrzeug machten einen nur leicht verletzten Eindruck auf den ersten Blick. Das Kind macht einen nicht ganz so leicht verletzten, aber auch nicht lebensbedrohlich verletzten Eindruck. Genaues wird natürlich erst untersucht im Krankenhaus ergeben.